Abenteuer Kilimandscharo. Präsentiert von Edelweiss. Acht Tage, 76 Kilometer und fast 6000 Höhenmeter. Das Dach Afrikas. Drei Frauen und drei Männer erfüllen sich ihren Lebenstraum. Ein Trekking auf den 5895 Meter hohen Kilimandscharo. Eine Herausforderung mit vielen Hürden. First Lurker. Also da. Gib mich doch nie krank. Ein kolossales Erlebnis. Aber also was Porters hier machen? Pff, das ist heftigste Arbeit. Und eine Erfahrung, die alle an ihre Grenzen bringt. Der Kilimandscharo liegt in Tansania. Er ist der höchste Berg Afrikas. An seinem Fuß liegt die kleine Streusiedlung Marango. Diese sechs Menschen aus der Schweiz wagen das Abenteuer. Kurt Hecklin organisiert seit 35 Jahren Trips auf den Kilimandscharo und führt die Neuankömmlinge in seine zweite Heimat ein. Oh, schau mal, er kauft Mais. Jetzt wird es etwas schwierig. Jetzt habe ich ihm 10.000 gegeben. Das sind etwa 4 Franken. Jetzt muss er Umgeld organisieren. Ah, das hat jetzt natürlich keinen Kosten. Auch nicht. Wir müssen hier lernen, ohne Sachen. Komm, zeig deine Mucke. Nein, dann kriegst du nicht mehr nach. Ja, das ist. Ehrlich? Ja. Im Anfang schon. Nicht ganz so intensiv und so süß wie bei uns. Extrem schnell ist es gegangen mit dem Umgeld. Ich bin total überrascht. Danke sehr. Yes. Ja. Ich würde da noch ein Anker drauf streichen. Ja. Die sechs kennen sich erst seit einem Tag. Das Einzige, was sie verbindet, ist ihr gemeinsames Ziel. Ja, dann nimmst du den Tanker. Ja, aber super, ja. Weißt du, den hast du? Ja. Ja. Jetzt ist pink. Wieder pink. Komm, kannst du in die Haare. Der geht sicher nicht in die Haare. Also einen fairen Preis würde ich jetzt finden, so 5 Stutz. Ist es zu big? Ja, nicht zu big. Der erste Tag ist Akklimatisierungstag. Marango liegt auf 1800 Meter über Meer. Die meisten Einwohner leben vom Tourismus. Auf dem Markt trifft Bergführer Priscus Peter die letzten Vorbereitungen für das 8-tägige Trekking. Mit dabei sein Küchenchef Eduard und seine Frau Lucy. Wir brauchen Gemüse und Früchte, etwa 40 Kilo. Wir sind eine große Gruppe. Auch die Filmcrew muss verpflegt werden. Das sind 8 Leute zusätzlich. Gemüse wird das Hauptnahrungsmittel sein in den nächsten Tagen. Was?
Alle Träger, die ganze Crew am Berg, die habe ich angeheuert. Wenn etwas fehlt, zum Beispiel Essen, schauen alle mich an. Wenn den Kunden etwas fehlt, schauen auch alle mich an. Ich bin verantwortlich für alles und muss sicher gehen, dass ich genügend Lebensmittel für die Träger habe, genügend Lebensmittel für die Kunden, genügend Zelte für alle, sodass es alle genießen können. Auch Früchte dürfen nicht fehlen. Wenn ich Schweizer habe, kaufe ich Mangos und Ananas. Ich weiß, die mögen das sehr. Die Gruppe in Marengo deckt sich mit Coca-Cola ein. Ein Tipp von Kurt, falls der Magen Probleme macht. Oder geht Zero? Oh, Zero. Sie haben nicht gerne Cookie, aber. Weißt du, es ist wirklich noch für den Wenn es geht, würde ich ein Cookie haben. Wahrscheinlich brauchst du es gar nicht. Sehr wahrscheinlich brauchst du es nicht. So als Notmedizin. Genau. Das Gocki, das friert nicht ein. Ja, schon. Schon eingefrieren, wir müssen es einfach gut einpacken. Jetzt einfach frühzeitig trinken. Jetzt ja, dann musst du es nicht verrussen lassen. Vor dem Zeltding. Das Zeltding kann es nicht einfrieren. Also, ich schlafe nicht schnell am besten. Nein, das Zeltding ist nicht unter Null. Ja, weil er es nicht braucht, er kann es. Gehen wir weiter. Viele Fragen und fröhliche Nervosität. Alle haben ein anderes Motiv, warum sie den Kilimanjaro besteigen wollen. Ich will auf den Berg, weil ich die Herausforderung mag, weil ich Afrika mag, weil ich mal auf das Dach von Afrika will, weil ich die Challenge, die Höhe mal selber spüren und erleben. Ja, der Traum schon lange in mir drin. Und dieses Jahr bin ich gerade in einer Umbruchphase und habe jetzt endlich Zeit, diesen Traum anzugehen. Und es freut mich mega, dass dieser Traum jetzt endlich darf in Erfüllung gehen. Ich möchte gerne auf den Kili, weil das so eine Lebenschallenge ist. Etwas, das man sicher einmalig im Leben macht. Und weil man sicher an Grenzen kommt und ganz schöne Sachen sieht. Ich erhoffe mir auch, wenn mich das Trend vom kompletten gewöhnten Alltag, dass ich ein bisschen, ich kann den Kopf ein lüften, ein bisschen klaren Kopf bekommen. Ich wandere sehr gerne. Kilimanjaro ist so etwas Erreichbares für mich. Ich habe nicht so gern, also so Schnee mit Steigeisen und Pickel ist eher nicht so meins. Und der Kilimanjaro ist so machbar. So eine lange, so eine hohe Wanderung zu machen, das habe ich noch nie. Und bin gespannt, ob es geht. Und ja, alle sagen immer Pole, Pole, langsam, langsam. Das wird so das Motto von der Woche werden, glaube ich. Kannst du weiss, wie viele Reihen kommen kann. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata, alles kein Problem. Auch das wird ein Motto werden in diesen Tagen. Alle sechs haben sich auf einen Aufruf von SRF gemeldet und bezahlen ihre Reise selbst. Wie sagen die da unten? Sie wollen auch mehr über ihre Begleiter am Berg wissen. Und als Guide heisst dem Fall, du verdienst schon unter gut. Das geht dir gut, als Guide. Ja, es geht dir gut. Aber du brauchst Arbeit. Die Konkurrenz ist extrem gross. Du hast hunderte von Guides, weißt du? Und vielleicht hast du etwa jeden Zehnte im Einsatz sein. Ah, nur? Ja, ja. Kurt hat lange mit Priskus Vater gearbeitet. Der wiederum hat seinen Sohn nachgezogen. Priskus hat vor 4 Jahren dieses Haus bauen können. Seit sein Vater gestorben ist, ist er das Familienoberhaupt und muss für seine 10 Geschwister sorgen. Auch für seine Schwester Brigitte. Sie hat sich spontan entschlossen, die Tour mitzumachen. Lucy und Priskus haben 3 Söhne. Die 2 Älteren sind auf einer Privatschule. Priskus ist privilegiert. Als leitender Bergführer verdient er $250 pro Trip. Ich konnte dieses Haus nur bauen, weil ich auf den Kilimanjaro gehe. Meine Familie ist gesund, weil ich Touren mache und so Geld verdiene. Das ist alles nur wegen dem Kilimanjaro. Morgen gehen wir hoch. Auch meine Nachbarn kommen mit als Träger. Das hilft ihnen. Sie profitieren auch davon und können so ein anständiges Leben führen. Weil Priskus sie zusätzlich noch unterstützt, hat es bisher weder für den Innenausbau noch für die Fenster gereicht. Ich
Die Gruppe ist ins Hotel zurückgekehrt. More Than a Drop ist eine Schweizer NGO, die jungen Frauen aus zerrütteten Verhältnissen eine Ausbildung in der Hotellerie ermöglicht. Sie wohnen hier, lernen Englisch und wie man serviert und sich gegenüber Gästen verhält. Priskus und sein Bruder Augustin sind fürs Briefing gekommen. Guten Abend zusammen. Wie geht's euch? Alles okay? Great. Okay. So this is Augustin. Das ist Augustin, der zweite Bergführer. Second guide. But also aber es kommen noch fünf weitere mit. Insgesamt sind wir sieben Guides. So this is Brigitte. Das ist Brigitte, meine Schwester. Sie wird uns begleiten, Schritt für Schritt auf das Dach Afrikas. So she will be with us. Priskus gibt Tipps, wie man es am besten schafft, auf den Gipfel zu kommen. Trinkt genügend Wasser. Es wird verhindern, dass ihr die Höhenkrankheit bekommt. Die meisten Leute, die schnell rauf wollen, bekommen Probleme, denn ihr Körper hat nicht genügend Zeit, um sich an die Höhe zu gewöhnen. Einige Leute schaffen es nicht auf den Gipfel, weil sie zu viel denken. Also bleibt immer optimistisch. Ohne Fleiß kein Preis. Der letzte Tag auf dem Weg zum Gipfel. Ihr fühlt euch müde, euch ist schwindelig, ihr habt Kopfschmerzen, alles nervt und euch ist schlecht. Das ist alles sehr normal. Eine klare Ansage. Priskus Bruder Augustin übernimmt den Gepäckcheck. Hello, how are you? Thanks, fine. I'd like to check your stuff. Yes. So the sleeping bag. Sleeping bag. Mm. It's the biggest one on the mountain. Okay, very good. That, yes. That this is warm enough. Yes, yes. Yeah, you needed some rain clothes. Rain clothes. Yeah. Here. Yeah. And, warm trousers. Warm trousers. Socks and extra socks. Yes. The most important. Summit jacket. Okay. Very yes. Good. Down jacket. Perfect. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Ich früher einfach wahnsinnig schnell und bin irgendwie nicht gebaut für die kalten Temperaturen. Do you think this is warm enough? Yeah. Okay. It's warm enough, yeah. You just need okay. You need to save one for the summit. Yes, yes, of course. Some stuff against the bladders here. Mm-hmm. Das ist so 2500 habe ich schon noch gezahlt, aber halt, ja, dafür habe ich gute Ausrüstung, wo ich mir sicher bin, dass so alles funktioniert. Ein bisschen Thermowäsche, die nicht so schnell anfängt zu schmecken und so Zeug. Also ich denke, ich bin nicht schlecht ausgerüstet mit dem. Die meisten Leute nehmen zu viel mit, vor allem Esswaren. Sie denken, es gäbe nicht genügend zu essen am Kilimanjaro und packen darum zu viele Snacks ein. Dann ist ihr Gepäck zu schwer. Ladies. Hi. How are you doing? Good. Mm-hmm. Excited for the mountain? Yes. Very? Yes, yes, sure. Yes, yes. So can I check the equipment, please? Yes. You want to start with Sandra's? Okay, Sandra. She's ready. Oh, okay, ready. Sandra is ready. My unicorn is very important. For the summit? Yeah. You make sure you do not forget it on the summit night? No. Okay. Then this is my kissen. Mm-hmm. I don't know English. Yeah. Coke. All good. Kuna Matata. Da habe ich auch etwas Spezielles. Ich habe mit, also meine Bekannte hat mir gesagt, dass man die Zähne nicht immer mit Wasser ausspülen kann, wenn man die Zähne putzt hat. Und ich soll mich daran gewöhnen. Und dann bin ich mich ein bisschen umschauen und jetzt habe ich einen Zahnbestand mit Gin-Geschmack. Dann hat man sie noch gerne im Mund und man will sie nicht immer ausspülen. Endlich geht's los. 3 Stunden Busfahrt bis zum Start am Lemosho Gate. Die Gruppe besteigt den Kilimanjaro in 8 Tagen. Und überwindet dabei gesamthaft fast 6000 Höhenmeter. Vom Gate geht es in den ersten 3 Tagen zum Big Tree Camp im Dschungel, dann zum Shira Camp 1 und von dort über die sogenannte Kathedrale zum Shira Camp 2.
Am vierten Tag geht es auf den Lava Tower und wieder hinunter zum Barranco Camp. Von dort über die Barranco Wall zum Karanga und zum Barafu Camp. Von wo aus schließlich der Aufstieg auf den Uhuru Peak beginnt. Die Lemosho-Route ist die längste am Kilimanjaro. Für Nicht-Akklimatisierte aber die sicherste, weil der Körper sich wegen der vielen Auf- und Abstiege langsam an die Höhe gewöhnen kann. Am Gate ist bereits viel los. Die Gruppe ist nicht die einzige, die los will. Priscus instruiert seine Träger. Für die 8 Tage am Berg hat er 45 Träger angeheuert. 3 pro Person. Das sind unsere Träger. Sie müssen in einer Reihe stehen. Später, bevor wir starten, haben wir dort drüben eine Waage. Sie müssen ihr Gepäck wägen. Sie dürfen nicht mehr als 20 Kilo tragen. Priscus hat alle seine Bekannten aufgeboten. Jeder Träger verdient $15 am Tag. Die Jobs sind heiß begehrt. Wenn sie zu wenig Touren haben, sind sie sehr traurig. Ich auch. Wenn ich nicht genügend Jobs habe, bin ich gestresst. Aber wenn ich genügend Touren habe, etwa 2 bis 3 jeden Monat in der Hochsaison, dann kann ich mich entspannen. Wir sind zu 100% von diesem Job abhängig. Hello, hello. Ukaribu, you're welcome. Lemosho Gate. You're welcome. You're welcome. You're most welcome. This is Lemosho Gate. Mister. Hello, hello. You're welcome. Lemosho Gate. Nauri. Good. And these are some friends. Some friends. These are our neighbors from Marango. Yeah, yeah. This is remember. This young brother. Young brother. Of Richard Imbrolo. What is your name? Yeah, Ernest. 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 Ah, okay. Young brother of. Ah, very good. 1990. I see you. 1990. Yeah. Wow. Yes. Long time ago. Yeah, long time ago. Still, do you have good memory? Yeah. Yeah. Very good memory. Yeah. Wow. Priscus Bruder Augustin hilft beim Wägen. So this is the. Das ist die Waage. Wenn Sie hier wägen, sind es manchmal mehr als 20 Kilo. Dann nehmen Sie etwas raus. Erst dann dürfen Sie gehen. Ob Zelte, Schlafmatten, Küchenutensilien oder Esswaren, alles muss kontrolliert, richtig verpackt und hochgetragen werden. Alle müssen sich bei der Parkverwaltung registrieren. Touristen zahlen eine Parkgebühr von $1,100. Ich spüre es hier, schöne Einheit bei euch, oder? No. Ja, das bleibt ja, ja. So, da haben wir keine Angst. Ja. Wir haben es lustig mit der Ja, ja. Ich bin auch ein Optimist. Ja, das könnt ihr noch nicht sagen, das müsst ihr nicht. Ja, ja. Eigentlich schön, da zu sehen, wie sie auf der Heifahrt schon, wie sie Freude haben an der Landschaft und an den Leuten. Das macht schon sehr viel aus, oder? Weil es gibt manchmal Leute, die kommen nur wegen dem Berg. Und das finde ich nicht so gut, wenn man nur wegen dem Berg die Reise macht. Es ist ja so viel, was man hier rundherum noch sieht, oder? Die schöne Landschaft, die Leute, wie sie leben oder? Und wie sie sind. Und, ja, ja, das macht so viel aus. Oder? Sandra, ich habe das Gefühl, sie hat etwas zu viel Ehrgeiz. Ihr ist der Berg etwas zu wichtig. Oder? Ich denke, sie dürfte ihre Erwartungen ein bisschen abschrauben. Und wenn du nicht raufkommst, geht ja keine Welt zusammen. Für mich schon. Du kannst nächstes Jahr wieder gehen. Nein. Nicht? Dann warte ich, bis das Kopf weg ist und dann gehe ich. Es braucht Willen. Oder? Man kann nicht einfach denken, ich kann jetzt hier rauf, hötteln und alles ist gut. Oder? Es braucht am Schluss schon ein bisschen Willen und Überwindung. Ein bisschen Biss, genau. Ja, ja. Das Gepäck wird schon hochtransportiert. Die Gruppe darf noch nicht los. Offenbar ist mit der Banküberweisung für die Parkgebühr etwas schiefgelaufen. Not is not paid, mate. No, no, it's not paid. Yeah. Okay, so. Okay. Yeah. Oh. Priscus verhandelt mit der Parkverwaltung. Es ist bald 4 Uhr und wir können immer noch nicht in den Park hinein. Ich glaube, wir können nicht mehr bei
Helligkeit da. Wir haben alle die Lampen dabei? Nein. Ich habe sie dabei. Dann haben wir wenigstens ein Taschenlämpchen hier. Ich habe eine Taschenlampe dabei. Ja, wenn einer vorausgeht mit der Lampe, reicht das. Ja. Können schon schlagen. Genau. Oh. Priscus, seine Schwester, sollte davon langsam gehen. Die wird nicht so schnell laufen. Turn back to Priscus, when I get to the next one. It's okay. I can make it. I promise you. I hope so. I'm gonna make you proud. And I won't let my dad down because I'm doing this for him. I will be very proud. I'm doing this for him. Priscus setzt bei der Parkverwaltung alle Hebel in Bewegung. Aber es dauert. Was, wenn alle Stricke reißen? Aber was wir machen ist, unseren Guide oder unsere Führer oben und Träger wieder abschicken. Es wäre ein bisschen hart für sie, aber wir würden ihnen vielleicht noch mehr ein Trinkgeld geben. Ein bisschen grösseres. Ist der Priscus jetzt oben mit ihnen? Nein, ist noch, es sind nur ein Teil unserer Träger sind da von oben. Unser Gepäck haben wir schon gesehen. Ja, aber das brauchen wir zum Schlafen hier, oder? Das ist klar. Das also, geht nicht ohne. Dann würden wir hier schlafen. Ja. Eine halbe Stunde später. Sag uns gute Nachricht. Jawohl, freudige Überraschung. Wir können gehen. Das Geld ist durchgeflossen. Nach 4 Stunden Warten. Endlich. Das Abenteuer kann beginnen. Es ist 16:30. Bis zum ersten Camp sind es knapp 700 Höhenmeter und 3 Stunden Marsch. Zweifarbiges. Als Landwirtin hat Ursula ein besonderes Auge für die Natur. Drauf tippen. Jetzt füttern. Ein Wildbein habe ich glaub, noch gesehen. Was? Ein Wildbein? Das kann schon sein, dass das hier Wildbein hat. Jetzt hier sind wir zusammen, aber ich kann mich vielleicht auch ein bisschen rausnehmen. Also denke, das tun wir alle mal ein bisschen. Mal, ich bin schon wohl. Ich bin wohl bei diesen Littlis da. Passt bis jetzt ganz gut. Ich merke, dass wir schon auf dem Sentis gestartet sind, schon bei 2-4. Das ist ja außergewöhnlich. Sonst hören wir auf dem Sentis mit Laufen. Jetzt starten wir auf dem Sentis. Aber geht ganz gut. Das finde ich extrem eindrücklich, wie sie jetzt vor mir da stehen, nicht weggehen und eine Ruhe ausstrahlen lassen. Es ist wirklich ein richtiges Spektakel hier an diesem Platz. Ich bin auch mega berührt von dem Ganzen. Das habe ich gar nicht gerechnet heute. Ja, es ist mega schön. Ja. Es gefriert ihm richtig. Ja, so kann es eben ausrutschen. Ja, nein, du musst zwei Bändle. Oben einen und unten, dass du beide durchgehst und nachher fest anziehst. Für da haben wir die Männer mitgenommen, dass Gentlemen sind. Nein, sorry. So. Guck. Hier ist gerade. Alter. Danke vielmals. Ich bin der Ratsch auf den Stuhl. Das ist der Pflücker. Hey, so etwas Schönes. Hey,
ist steil. Ja, noch mag ich. Doch. Also ich muss jetzt schon nicht immer so steil haben. Und ich bin froh, wenn wir nicht allzu lange im Dunkeln laufen müssen. Das ist schon nicht mein Favorit. Darum versuche ich jetzt auch noch gerade ein bisschen zu beißen. Für das wir schnell hier oben sind. Das Big Tree Camp auf 2650 Meter. Yeah. Kili! Das machen wir jetzt auf jeden Fall. Suche gerade unser Zuhause. Wir haben es noch nicht gefunden. Ich glaube, da unten könnte sie. Anni! Hä? Hey. Hast du das Camp? Da. Here we go. Ja, jetzt müssen wir irgendein Zelt suchen. Wunderbar. Das ist doch schon drin, oder? Ja, genau. Das kommt mir vor wie so einem Sommerlager von früher. Ja. Hey, mega ruhig. Ich konnte nicht so einschätzen, wie überlaufen dass es dann wird bei all diesen Leuten. Weil wir ja gleich wissen, es sind mehrere Gruppen und mit vielen. Eben, alle Porters brauchen ja ein Zelt. Es läuft das viel. Das ist alle miteinander nehmen. Das ist das Wort. Ah. Aber hier sind wir daheim, Mensch. Tun wir uns ein bisschen zeigen, dass die kommen, wissen. Wir haben noch ein, zwei Affenstopps gemacht. Das war ein Spektakel. Wir haben eine Familie gesehen, mit so einem kleinen Baby. So einem, also wirklich zum Knuddeln. Ohne Witz, ich glaube, das war wirklich gut, gewesen, dass wir so spät los sind. Ja, eindeutig. Ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können. Das glaube ich auch. Die durchschnittliche Camping-Erfahrung ist gering. So 3-4 Tage an einem Open Air, das ist etwas das Längste. Und es ist ein bisschen campen mit dem Bus, aber das ist ein bisschen, ja, das ist ein bisschen komfortabler als das Zelt. Ja. Aber das sieht auch ganz komfortabel aus da. Ich bin wirklich erstaunt. Wir kommen hier und es ist alles aufgebaut und die Matratzen liegen drin, wir werden nur noch zum Zelt geführt. Also das ist ein Top-Service, ja. Top-Service, was die Leute hier machen. Findet ihr unser Zelt? Ja. Sonst rufen, dann hören wir euch. Kurt hat den Berg mindestens 50 Mal bestiegen. Er fühlt sich zu Hause. Zeit für Apero. Ein Herrenabend. Klaus? Kurt? Ja? Was immer? Da. Kurt? Gut, ja. Muss ich etwas mitnehmen? Ja, gute Laune. Ja, ja. Ja, von der haben wir 100 pro genug. Also haben wir einen coolen Tag. Schuhe abziehen, die ins Zelt reinkommen. Zufrieden. Kein zufrieden. Was mich sehr beeindruckt hat, ist die Unruhe, die wir zuerst hatten, weil wir unsicher waren, ob wir noch in diesen Berg rein können. Und kaum haben wir die ersten Kolobus-Monkeys gesehen, hat das eine Ruhe gegeben in der Gruppe. Und es ist alles so fast meditativ geworden. I'm sorry. Cheers. Tschin, tschin. Tschin, tschin. Tschüss, tschüss. Und das ist, müsst ihr euch vorstellen, das ist eine neue Route. Das ist früher, vor 10 Jahren, ist da nichts gesehen von Weg und so. Die haben es einfach neu gemacht, extra damit sie eine interessante Route haben, die gut ist zum Akklimatisieren. Also, das ist da etwas, was mich auch sehr beeindruckt. Also, für die Gruppe, wo wir da sind, tun wir einmal 3 oder so Leute mit tun. Ja. Aber es ist ja nicht nur, dass du dann irgendwie dreimal, also du musst ja für jeden auch einen Schlafplatz und für jeden auch essen. Genau, und für jetzt jeden auch noch. Das Zeug auch dabei haben. Und das ist ja eigentlich fast eine exponentielle Vermehrung oder Kurve. Und das ist unglaublich, oder? Das stimmt. Das ist so, dass sie einfach nur ein Zelt haben, ein grosses. Dass sie nur Ugali sind, quasi, und Kabis. Was ist Ugali? Das ist, der Maisbrei. Und so haben sie viel weniger Gewicht mit dem Essen. Und sind einfach viel genügsamer und sie sind jetzt die schwere Lasten aufgetragen. Aber sie können zuerst noch kochen, nachher können wir essen und erst wenn wir gegessen haben, können sie noch essen. Das ist Wahnsinn, ja. Sie sind so genügsam. Ja. Der Gap zwischen Touristen und Träger ist augenfällig und wird ein Thema bleiben. Am ersten Abend aber sind alle zu müde für tiefgründige Diskussionen. Gleich nach dem Nachtessen ist Nachtruhe. Ja, gute Nacht zusammen. Schlaf gut.
Am nächsten Morgen kurz vor 7. Es ist gerade einmal 4 Grad warm. Sicher schon bessere Nacht gehabt, aber eigentlich wirklich nicht schlecht gewesen. Es war schwierig zum Temperatur regulieren irgendwie. Ich bin wieder gefroren und wieder heiß gehabt. Aber es war eigentlich ganz okay gewesen, ja. Hey, wie haben die Pant? Wer schnarchelt von euch so laut? Boah, da bist du gewesen, garantiert. Ich bin fast geklopft und hat gesagt, bis morgen. So schlimm? Ja. Er findet sie nicht mal so schlimm? Mal, wirklich schlimm gewesen, dieses Schnarchen. So ein Spiel? Hä? Ich habe meine Musik jetzt. New day, ja? Oh ja, it's a new day. Priskus Schwester Brigitte musste gestern vor Erschöpfung weinen. Jetzt geht es ihr wieder gut. How was your hike up here? I appreciate for my brother. They walk so hard. This is very tough. Morgenprogramm. Für dringende Bedürfnisse gibt es 2 blaue WC-Zelte. Sandra hat es sich mit Permanent Make-up einfach gemacht. Das ist, glaube ich, die erste Reise in meinem ganzen Leben, wo ich noch nicht einen Pinsel mitgenommen habe und kein Schminke und gar nichts. Aber ich habe gefunden, wenn wir hier einen Survival-Trip machen, dann braucht man das auch nicht. Und dann darf man auch mal ein bisschen nicht ganz so aussehen wie sonst, sage ich jetzt mal. Und es lebt sich genau gleich. Also es ist absolut kein Problem. Ich habe nicht mal Gesichtscreme mitgenommen. Ich habe gefunden, die Sonnencreme lenkt, die fettet ja auch. Und eine Lippenpomade und mehr eigentlich nicht. Aber ich staune hier gerade ab den Männern, dass sie hier so ausgerüstet sind mit Rasierer und allem. Auch eitle Leute in unserer Gruppe. Ja, von denen gehöre ich nicht. Das muss, das muss. Ja, ja. Good morning. Good morning. How are you? Good. Very good. I slept very good, like a fat baby. How about you? Yeah, me too. That's great. I'm so happy to hear that. How is everything doing? The food is very good. Yes. Thank you. With Nutella. Enjoy. Enjoy. Thank you. Yeah. Okay. Ja, gestern Morgen hier Nutella und da kommen nicht so Zeug serviert. Ich glaube nicht mehr. Es ist 8 Uhr. 5 Stunden Wanderung liegen vor Ihnen. Ich muss noch bleiben, um zu schauen, dass hier alles aufgeräumt ist und stoße dann im Busch zu euch. Sawa, sawa. Sawa. Great. So I wish you gute Wanderung. Thank you. Ja, das sind sicher die gewesen. Einer hat ins Zelt gekommen. Vom Big Tree Camp geht's 10 Kilometer und 900 Höhenmeter zum Shira Camp One auf 3500 Meter. Hallo. Kommen wir jetzt in die Steppe? Da. Das sieht gerade so aus. Andere Vegetation. Ja, für Klaus ist Trekken etwas Neues. Es ist das erste Mal überhaupt, dass der Anästhesist und Reha-Arzt ohne seine Familie Ferien macht. Es ist einfach so viel, was auf einen einprasselt. Oder? Und ich merke, es tut mir wahrscheinlich auch extrem gut, dass ich mal aus dem wahnsinns durchorganisierten Alltag, durchstrukturierten Alltag, dass man mal so ein bisschen aus dem rauskommt und mal wieder etwas ganz anderes machen kann und erleben kann und so einen richtigen Break hat. Klaus ist ein Familienmensch und schon lange verheiratet. Jetzt, wo die Kinder größer werden, verändert sich einiges. Ich habe mir schon mal überlegt, ob das meine Midlife-Crisis ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also es ist ja so, eben die Mädchen sind jetzt 18 geworden das Jahr. Der Sohn Mann ist 15, der ist jetzt auch aus der Säcke rausgekommen. Also es sind plötzlich alle Kinder aus der Schule. Es ist, glaube ich, schon so ein bisschen Umbruchzeit, oder? Vielleicht ist auch, dass nach all diesen Jahren vielleicht der Moment gekommen ist, wo man sich überlegt, okay, man möchte noch mal irgendwo in eine neue Richtung oder etwas anderes im Leben haben. Vielleicht, man braucht vielleicht noch mal eine Challenge im Leben.
Vor einem Jahr hat Klaus darum die Konsequenzen gezogen, im Spital gekündigt und sich selbstständig gemacht. Seither arbeitet er als Anästhesist auf Abruf in Praxen und Spitälern und ist sein eigener Chef. Priskus Schwester Brigitte kämpft. Es ist anstrengend. Ich habe wenig Übung, aber es tut gut. Ich bin so stolz auf meine Brüder, die hier am Schuften sind, und meinen Vater im Himmel, dass sie das machen für mich und für uns, damit wir eine gute Ausbildung haben. Mit all den Lasten auf den Schultern. Sie alle sind Superhelden. Those guys are superheroes. Schau mal, du siehst hier auch sehr schön aus. Wow. Gehen wir nur ruhen. Ruhe und drüber. Der Schirab bildet mit dem Kibo und der Mauensi zusammen das Kilimanjaro-Massiv. Der Kibo ist mit 5.895 Metern der höchste Punkt. Dort wollen alle hin. Schon 3 Stunden ist die Truppe unterwegs. Ursula nimmt's gemütlich. Sie arbeitet viel draußen und ist körperliche Anstrengung gewohnt. Auf den Kili wollte sie schon, als ihre Kinder noch klein waren. Erwartungen habe ich nicht, die habe ich generell abgestellt. Es tut mir viel Eindruck geben. Im Horizont erweitern, könnte man dem sagen. Und es ist für mich nicht irgendwie ein lästiges Ding, dass ich da oben war. Es ist ein Erlebnis, oder, das ich jetzt machen durfte. Und das ist die Freude vom Ganzen. Auch wenn sie zu Hause viel wandert, hier geht es nicht so einfach, wie sie gedacht hat. Ich bin müde. Also Kopf habe ich auch ein bisschen. Es geht schon. Ich muss einfach schon langsam. Ich weiß nicht, wie die anderen säckeln können. Aber ich habe mein Tempo. Und das so geht's. Aber mit dem Kopf wird es immer schlimmer, oder? Nein, es wird nicht schlimmer. Es ist einfach so da. Ein noch. Gestern war es mehr als heute. Ja. Es geht schon. Ich muss mich ein konzentrieren. Manchmal bin ich so ein bisschen wackelig. Auch Ursula hat ihr Leben vor 2 Jahren radikal verändert. Sie hat sich scheiden lassen und ist aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Ihre 2 Mädchen sind erwachsen. Nun hat sie Zeit, die Welt neu zu entdecken. Es ist so vieles offen für mich, eben jetzt auch Reisen. Ja, ich habe schon vom Reisen geredet und irgendwie gar nicht gemerkt, dass ich noch gar nicht gegangen bin. Ja, es hat sich ja vorher auch nicht so ergeben. Ich habe mit den Kindern gearbeitet und habe Spass gehabt. Und jetzt ist es wirklich so ein bisschen, sind ganz viele Türen aufgegangen, die ich ausprobieren kann oder die ich vielleicht auch wieder zutun kann, wenn etwas nicht passt. Aber ich bin extrem frei so. Jede und jeder läuft sein Tempo. Auf dem Schira-Plateau ist die Gruppe zeitweise kilometerweit auseinander. Doch überall ist ein Guide in der Nähe, falls etwas wäre. Damaris hatte vor einigen Jahren massive Rückenprobleme. Unvorstellbar damals, ein solches Trekking in Angriff zu nehmen. Schon mit 14 etwa hatte ich diesen Traum. Und ist dann irgendwann schon wieder ab und zu ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und in den letzten Jahren habe ich das Wandern wieder so für mich entdeckt und gemerkt, dass ich beim Wandern so bei mir bin. Und dann wusste ich, es ist Zeit, für auf den Berg zu gehen. Die Hebamme ist Single und steht an einem völlig anderen Punkt im Leben als die anderen. Gerade hat sie ihr Studium abgeschlossen und genießt ihre Unabhängigkeit. Ich versuche mega fest im Moment zu leben und das Leben so zu nehmen, wie es gerade ist. Und wenn dann mal eine Beziehung kommt, dann nehme ich die, wenn es anscheinend das Richtige ist. Und wenn nicht, kann ich dafür ganz viel anderes machen, was ich sonst vielleicht nicht machen würde. Und das zu wissen, das ist halt auch etwas, glaub, was mir ganz viel Lebensfreude gibt. Dass ich nicht immer den Eindruck habe, ich verpasse etwas, sondern jede Möglichkeit im Leben
ja, bietet mir etwas mega Schönes. Und nicht dem anderen hinterher nachher trauern, wo man den vielleicht nicht hat. Im Shira Camp One arbeiten die Träger bereits wieder auf Hochtouren. Verantwortlich für alles, was mit Übernachten und Essen zu tun hat, ist Augustin, Priscus Bruder. Das sind die Campingmanager. Sie müssen schnell laufen können, damit sie alles vorbereiten können für die Touristen. Wer zuerst kommt, hat den Platz. Es gibt keine Parkregel. Sie sagen zwar, sie lassen nicht mehr als 200 Leute rein pro Tag, aber es gibt keine Buchung, darum weiß man nie. Manchmal kommen 300. Da kann man nichts machen. Man kann sie ja nicht zurückschicken und wir mögen es, wenn viele Touristen kommen. Fast wie im Hotel. Das Gepäck wird aufs Zimmer gebracht. Jede und jeder bekommt eine Matte. Als Erste ist Sandra angekommen. Wie ist das denn? Super. Es war wirklich eine coole Wanderung. Und also ich habe gestaunt, dass es so gut gegangen ist. Weil wir haben immer beim Drauflaufen haben wir noch schwatzen miteinander und wir haben das Käferfest gehabt. Es ist wirklich super gegangen. Hätte ich nicht gedacht. Gut, allen gut gegangen? Weiß es nicht. Gewisse sind noch nicht da. Also wir haben, es hat so ein wie ein Orgel gegeben. Die Schnelleren, sage ich jetzt mal, sind schon da. Und die es etwas gemütlicher genommen haben, sind noch am Laufen. Hakuna Matata. Ursula, auguri. Also ein bisschen Angst. Well done. Der Brustkasten hat mir gedrückt, und da hat es mir gedrückt, und da hat es mir gezogen, und hier. Und die Scheichen sind plötzlich so müde gewesen, das hat dann auch wieder verbessert. Ja. Gut. Ja, jetzt sehen wir die aufpeppen heute Abend, oder? Ja, ich glaube, es ist mir nicht so reingegangen wie. Aber ich bin also, noch da. Ich bin im Fall. Also ich würde jetzt wagen zu behaupten, ich bin da das letzte steile Stück da oben, bin ich also gröber an Anschlag gekommen. Anpassungserscheinungen, weißt du? Das ist manchmal, hast du ein bisschen Kopfweh und dann geht es wieder weg. Dann tut sich der Körper schon ein bisschen anpassen. Aber eigentlich habe ich gerne ein bisschen Kopfweh. Es muss auch dazugehören. Es ist einfach so da. Es ist vielleicht nicht mal vor Höhe. Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen verspannt, weil du schaust die ganze Zeit von oben oder du schaust die ganze Zeit rauf, je nachdem. Endlich haben die Träger Pause. Alle essen Ugali, ihren Maisbrei. Das ist unser Hauptnahrungsmittel am Berg. Wenn ich dem Küchenchef sage, er soll für die Träger Pasta kochen, schätzen sie das nicht. Wir mögen Ugali, das macht stark. Ich kann mir momentan überhaupt nicht vorstellen, wo das nachher aufhört. Das ist dort, wo die Kante siehst, die sind der Horizont, oder, wo steil ist. Ja. Dort geht es noch mehr rüber. Dort musst du noch weiter rüber. Wir laufen noch mehr gegen Osten. Oder? Wenn du hier jetzt so läufst, kommst du auf Mombasa. Und erst weiter vor gehen wir den 5 Grad darauf. Die sind wirklich, machen jetzt sehr guten Eindruck. Nehmen wir es locker und so. Ja, hat ein gutes Gefühl. Aber es heisst noch nichts. Wir sind erst Tag 2. Es hat natürlich dann schon noch anders gekommen. Jetzt zeigt er sich. No! Soll ich mal schauen? No! Mit Schnee! Ja, schau, man sieht ihn. Nein, es hat noch Schnee, Gott. Mit Schnee? Ja. Jetzt sind wir extra in Afrika und jetzt haben wir noch Schnee. Unvorstellbar, dass wir gleich dort sind. He? Ja. Du meinst gleich? Ja, aber es wirkt noch so fern. Wir reden dort 2 Tage, dann sind wir dann hoch. Wir sind noch nicht in der Hälfte. Ich habe jetzt ignoriert. Ich bin jetzt rein auf die Schönheit von diesem Berg. Wir sind noch nicht in der Hälfte. Der Berg, das erste Mal in seiner vollen Pracht.
Sechs Tage liegen noch vor Ihnen. Werden Sie es schaffen? Und was hat es mit Ursulas Beschwerden auf sich? Kilimandscharo, präsentiert von Edelweiss.